So war es gewollt. Zwei Autos. Dann ruhig. Aber Sie sehen nur eins, ne? Sie sind zusammengefahren. Das eine Fahrzeug hat trotz vieler, vieler Kraftanstrengungen von Friedel Schlusslos und auch sicherlich von Detlef Larisch dann doch nicht mehr es geschafft, an der Parade teilzunehmen. Aber Fahrer und Beifahrerin sind dabei. Hier steht das Fahrzeug Ford Modell A, Baujahr 1930 von Friedel Schlusslos und Sabine Metin. Und hinten drin sitzt Nico Adamczyk, präsentieren uns ihren Alfa Romeo Spider Junior. Mit Beifahrer, den bitte ich nicht zu übersehen, der hat nur die Finger lecken dürfen. Ich habe gedacht, der hätte ein Leckerli gekriegt. Baujahr 1978, 103 PS, 1,6 Liter, befindet sich im 174 CS1. Baujahr 1975, Angela Klaus und Christian Klaus, reimportiert aus Kalifornien, seit 2005 im Ruhrgebiet, teilrestauriert, die sechste Teilnahme an einer ACV Oldtimer-Veranstaltung. Und damit ich die meisten werden sagen, was steht da vorne dran? Kann doch kein VW sein. Ja, VW hatte nicht nur Käfer, sondern VW baute auch schon mal für die Bundeswehr. Und dies ist einer, der VW Typ 181, Baujahr 1975 mit 48 PS. Nur für die Bundeswehr, da hatte er natürlich... Und hier kommt unser Damenauto, diesmal in recht schmaler Besitzung. Ich kann mich erinnern, da waren schon mal vier und fünf drin. Also, unser DB Daimler-Benz 180 in der Pontonform aus dem Baujahr 1961. Heike Löber, Stefanie Bruckmann und Lydia Czuczynski stellen uns ihren Wagen hier vor in der schmucken roten Farbe. Er hat sicherlich der Erstbesitzer uns den BMW 528i aus dem Baujahr 1979. Der erste BMW der Fünferreihe wurde 1972 von der BMW AG als Nachfolger der neuen Klasse 115. Ein ganz kleines, aber großes und lautes Auto. Präsentiert von Nicole Butz mit Anhang. Der Fiat 500L, Baujahr 1971 in der ursprünglichen Zulassung in Frankreich. Es war ein sogenannter Scheunenfund in Essen. Ja, in Scheunen kann man manchmal so eine Dinger finden. Komplett und in Original restauriert. Wiederzulassung im November 2010. Fahrzeug Happy Birthday sagen, denn es ist 40 Jahre alt. Baujahr 1972 damit, der Porsche 911 Targa. Er wurde 10 Jahre lang restauriert, 1999 wieder zugelassen und er wurde... Oder die Porsche Targa werden die seit 1965 gefertigten Modelle des Porsche 911 und 912 bezeichnet, die mit einer besonderen Dachkonstruktion, man sieht es, mit dem herausnehmbaren Mittelteil und festmontierten Sicherheitsbügeln beziehungsweise seit 1996 einem großen Panorama-Glasdach aus... Ja, da haben wir ja... Marie-Louise Krebs-Herzog, Vanessa Herzog Linnemann stellen uns den VW Käfer Cabrio 1303 vor. Und auch hier erinnere ich mich, dass wir Bertmann und Rolf Marans, ja, die präsentieren uns hier den Triumph TR3 Groß A, Baujahr 1959. Und man könnte mal fast sagen, kein Triumph in roter Farbe, sondern ein Triumph in einer schönen, dunklen... Heinrich Sprungmann und Uwe Bürger stellen uns hier den VW Golf GTI vor. Das Fahrzeug wurde letztmalig 2010 restauriert und befindet sich im Originalzustand. Beim Concours d'Elegance der deutschen Landklassik 2011 errang der Golf den dritten Platz in seiner Altersklasse. Und bei der Lions Rallye 2010 in Essen, glaube ich, ja,
wurde dem Fahrzeug der Jurypreis verliehen.